So, Morasul war das. Ab geht's. Okay. Na, kriegst du es noch hin? So weit ist es doch gar nicht. Okay, da sind wir. Greift ihr mich an? Niemand greift mich an. Wir passen auf. Gut. Oh, halt, wollte ich ja gar nicht. Was kann man denn bei dem Zeig mir kaufen? deine Ware. Gucken wir mal kurz. Ach, nichts Besonderes. Okay. Dann nicht. So, zu wem wollte ich jetzt? Ich wollte... Ehrlich mal, zu wem wollte ich? Ich wollte zu Ilja erstmal, genau, das Artefakt vorbeibringen. Ismael, kann ich bei dir noch irgendwas? Nö. Ach doch, halt. Halt. Bring mir was über das Schmieden bei. Wir gucken jetzt erstmal, was wir brauchen für die Klinge. Dazu bist du noch nicht bereit. 13 Schmiedepunkte, okay. Schön. Nur weiter so. Natürlich. Klingt ein bisschen wie Marcel Reich-Ranicki. Gut, jetzt wie schärfe ich meine Klinge? Wie schärfe ich meine Klinge? Geh an den Schleifstein und leg los. Zieh die Klinge langsam von links nach rechts und schleife sie regelmäßig. Das macht sie schön scharf. Ernsthaft? Gut, gelernt, Klinge schärfen. Verbliebene Lernpunkte 25. Da müssen wir mal schauen, wofür wir die ausgeben. Ich weiß auch nicht, was schwere Rüstungen richtig Nutzen für uns bringt. Das könnte man vielleicht auch noch irgendwann machen. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. So, jetzt müsste natürlich mal der Assassine hier weggehen vom Schleifstein. Ach nee, komm, wir gehen einfach mal. Drüben bei der Arena ist nämlich auch noch einer, wenn ich mich nicht total irre. So, bei Hector geht nichts mehr. So. Schauen wir mal. Ilja steht wie immer hier am Fleck und tritt sein Fett in den Boden. Hier ist eine alte Vase aus dem Tempel. Du warst im Tempel? Du beeindruckst mich sehr. Zeig her das gute Stück. Ja, das ist sie. Endlich. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon hinter ihr her war. Damit sind wir jetzt quitt. Aber ich sag dir was. Ich leg noch was drauf, weil du dein Versprechen gehalten hast. Jemand wie du ist selten. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. 2000 Gold erhalten, sehr gut. Also haben wir jetzt dadurch mehr gekriegt, als wir bekommen hätten, wenn wir die Vase verkauft hätten. Das ist schön. Das war ja dann doch ein ganz guter Deal eigentlich mit Ilja, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, der zieht uns jetzt ganz schön über den Tisch, weil ich jetzt auch erstmal davon ausgegangen bin, dass er uns nichts mehr gibt. So, hier gibt es sonst nichts mehr bei Faesul. Okay, wir sind dann soweit jetzt eigentlich langsam durch in Morasul. Wenn ich das jetzt so richtig sehe. Gut, hier drüben ist auch nichts mehr, ne? Ölk? Ölk. Der dümmste Name überhaupt, Ölk. Knapp vor Orknarok. So, die haben alle nichts mehr für uns. Hier Arktos vielleicht? Nee. Man muss eben auch Schade. wissen, was man so rum erzählt. So, Anga, du kannst eigentlich mal... Warte mal. Komm mit. Auf geht's. So, das mache ich jetzt nur, damit Anga aufhört, am Schleifstein rumzudoktern, denn da wollen wir jetzt ran. So, gucken wir mal. Das Chromschwert, genau. Das und das. So, jetzt sind alle geschärft. Wir schärfen einfach mal Wenzels Schwert. Er wird schon nichts dagegen haben. Jetzt kommen wir natürlich immer noch mit Wenzels Schwert ein ganzes Stück besser, als wir mit dem Assassinenschwert kommen würden. Das heißt, ein ganzes Stück, es sind halt fünf mehr. Aber macht schon einen Unterschied jetzt, ne? Gut. Merken wir uns, also wir können Wenzel jetzt ruhig sein Schwert zurückgeben dann irgendwann mal. Können wir schon verkraften, würde ich sagen. Geil wäre es natürlich, wenn wir nochmal irgendwo ein Krummschwert finden würden oder kaufen könnten. Ich glaube, wir hatten es ja damals in Silden gekauft, ne? Ist schon ewig her. Gut, mit dir, weiß ich nicht, brauchen wir dich für irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Lauf zurück zu deinem Herrchen. So, wir gucken aber mal. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ob wir nicht vielleicht die schwere Armbrust erlernen wollen. Zeige mir den Umgang mit der schweren Armbrust. Fasse die Armbrust am Schaft an. Um ruhig zielen zu können, drücke sie an deine Schulter. In den ersten paar Tagen wirst du ein Gefühl haben, als ob dir die Schulter abfällt. Aber schon nach einer Woche hast du eine Schulter wie aus Stein. Visier dein Ziel an und zieh durch. Das ist alles. Ich glaube, den Text haben sie 1:1 aus den ersten Gothic-Teilen übernommen.
Gut, große Waffen will ich nicht. Ich bin nicht so der Zweihänder-Typ, wie bereits bekannt sein dürfte. Gut, dann haben wir jetzt nämlich... Wo haben wir es denn? Halt hier, natürlich. Aber wir haben... Haben wir Bolzen? Nee, es sind Pfeile. Verdammt, ich habe keine Bolzen. Aber gut, ist egal. Wir legen die schon mal auf die 3. Den Sklaventod. Womit denn? Womit denn? Womit denn? Schön. Womit denn? Gut, hier vielleicht noch irgendwas mit der Jagd? Bring mir was über die Jagd bei. Wir gucken zumindest mal. Bogen, Wildjäger, große Jäger. Ne, vergiss es. Brauchen wir nicht. Der letzte Scheiß, genau. Der letzte Scheiß. So. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Hast du noch was für uns? Nö, ist bloß Stärke, okay. Bringt uns alles nichts. Okay, hier ist ein Händler. So, was haben wir jetzt noch offen? Jasmin, genau, das müssen wir noch machen. Dann müssen wir jetzt gleich mal zur, das werde ich jetzt gleich machen, mal zur Oase gehen. Und vielleicht begegnet uns ja noch ein Feldherr der Untoten unterwegs. Könnte ja sein, ich weiß es nicht. Und ansonsten müssen wir dann wohl oder übel irgendwann die Oase da von Ateras und Knut und Retsch befreien. Aber hebe ich mir erstmal auf, werde ich jetzt nicht machen. So, ansonsten ist hier jetzt direkt erstmal nichts mehr zu gewinnen für uns. So, dann auf gen Norden, hin zu Murats Oase. Es ist ja zum Glück nicht so weit, es geht. Sonst wäre es auch wirklich nervig, diesen Weg die ganze Zeit immer wieder zu gehen. Und ich hoffe auch, wir können jetzt beide Sklavinnen, also beide Tänzerinnen auf einmal gleich uns einkassieren hier. Weil wir eigentlich beide gebrauchen können. Und da gibt es so ein kleines, was heißt kleines, ja, so ein Mini-Dilemma, will ich mal sagen. Hüpfen wir einfach mal auf die Düne. Und zwar kann man Alina, oder wie sie heißt, für 2 Aufgaben missbrauchen. Nein, Quatsch, nicht Alina, sondern die andere, die Jasmin. Die kann man für 2 Aufgaben missbrauchen. Einerseits kann man sie aus Gonzales geben, andererseits will Hamid sie ja haben. Es geht beides. Es bringt beides Ruf. Nein, es bringt nicht beides Ruf. Es bringt Ruf, wenn wir sie bei Gonzales abgeben. Allerdings hasst uns Hamid dann danach. Yay, ein Grabstein. Vergreifen wir uns mal am Grab. Da haben die beiden Typen hier noch den einen begraben, um dann selbst direkt nebenher zu sterben. Finde ich schön. So, da unten ist sie, die Oase. Ja, genau. Jasmin können wir nämlich an 2 Ecken schieben. Während die andere, die Alma oder wie auch immer sie heißt, nur für... Bin ich denn richtig? Nee, ich bin nicht richtig, ich muss da rüber. Während die nur für Gonzales eigentlich vorgesehen ist und auch genau dahin sollte. Ich verirre mich irgendwie ständig, habe ich das Gefühl. So, ach, da drüben, oder? Da drüben? Das ist eine Oase auf jeden Fall. Gehen wir mal dahin. Ich befürchte, dass das die falsche Oase ist, dass das die ist, wo die Löwen rumhausen. Ja, ich gehe. Ich gehe, durch tiefen, Sand. Passte gut, ich weiß. So, aber irgendwo hier muss die doch sein. Die war nicht so weit weg von Morasul. Die war ganz in der Nähe eigentlich. Ich würde auch denken, die war ganz in der Nähe von den Ruinenfeldern. Da unten, ich sehe es doch schon. Da springt mir doch das Zelt direkt ins Auge. Und es ist wirklich direkt daneben eigentlich. So. Rennen wir gleich nochmal die 2 Meter. Sobald die Ausdauer wieder ein bisschen da ist. Ach nee, hier sind ja Gegner, wie süß. Blutfliegen. Ich hasse Blutfliegen. Und deswegen werde ich sie töten. Nachdem ich die Warane ausgenockt habe hier. So, der schwertschwingende Wassermagier ist am Werke. Der schwertschwingende Wassermagier mit dem Hörnerhelm. Achso, ich wollte gerade sagen, die geben uns nicht mal was, aber geben uns doch was. So, her damit, speichern. Mich würde mal interessieren, was passieren würde, wenn wir Myxia jetzt ein Artefakt Adanos verkaufen. Und ihn danach umnieten, ob der das dann besitzen würde. Also ob wir es ihm dann klauen könnten, sozusagen.
oder ob das dann unwiederbringlich verloren wäre. Das wäre natürlich doof, weil man dann das Spiel nicht abschließen könnte. Wäre aber eigentlich auch ganz cool wiederum, weil das dann bedeuten würde, dein Handeln zieht Konsequenzen nach sich. Komm mal her, mein Freund. So. Stirb doch mal. So, schön. Klappt gut, klappt gut. Yeah. Der Kammerjäger hat wieder mal zugeschlagen. Ich bin gerade erstaunt drüber, wie langsam unsere Gesundheit, unser Leben sinkt durch das Gift. Das war irgendwie auch schon mal anders gewesen. Aber wahrscheinlich dadurch, dass wir jetzt so viel... Na, schaffst du es? Gut. Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Na klar. Wahrscheinlich dadurch, dass wir jetzt so viele Lebenspunkte haben, sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Gut ist ja, dass die ganzen Sachen, wie hier das Fleisch und die Heiltränke, dass die prozentual das Leben auffüllen und keine festen Lebenspunkte. Dadurch verliert es nicht an Effektivität, wenn man das Zeug jetzt in sich reinfuttert, während die Gegner halt doch schon ein bisschen mehr zuhauen müssen. So, aha. Wie jetzt Alima? Ich will aber auch Jasmin. Ich möchte Alima kaufen. Oh, ich sehe, du hast Geschmack, junger Mann. Sie wird dir zahllose schöne Nächte bereiten. Der Stadtherr Gonzales selbst hat sie schon einmal ins Auge gefasst. Geh zu ihr. Sie wird dir von nun an folgen. Yay, aber was ist jetzt mit Jasmin eigentlich? Ich will keinen Ärger haben. Wieso kann ich die denn nicht kaufen? Ich bring dich weg. Gut. Gut, ah. Wieso zur Hölle kann ich Jasmin nicht kaufen? Das habe ich doch als Aufgabe gekriegt. So, gucken wir mal, ob wir sonst noch Orknarok, du alter Lustmolch. Jetzt bist du fertig mit Kämpfen. Jetzt hast du dich hier an der Oase bei den Tänzerinnen mit hingeklatscht. Na klar doch. Du bist mir ein Typ. So. Der Tempel wurde geöffnet. Richtig. Die Schrecken wurden erweckt und sie lassen sich nicht aufhalten. Gut erkannt. So, ansonsten kann man hier nichts weitermachen. Ne, da hat auch nichts Besonderes. Gut. Nicht gut. Weil Jasmin und so, ne? Murat, gib mir Jasmin frei! Gott verdammt, ich hab das doch als Aufgabe. Gehen wir mich zur Oase des Murat und dann sende ihm meine Grüße. Gib ihm das Amulett als Geschenk. Au, scheiße, habe ich das verkauft? Habe ich das Amulett verkauft? Oh shit. Deshalb vielleicht. Das wird bestimmt hier mit bei mir im Inventar gewesen sein. Kamax-Artefakt. Was? Oh shit. Na gut, dann müssen wir jetzt damit klarkommen, dass wir Jasmin erstmal nicht holen können. Dann werde ich nach der Aufnahme mal schauen, bei wem ich jetzt irgendein Artefakt verkauft habe, da das dafür in Frage käme. Oh Gott, die ist auch noch so langsam. Und dann werde ich mir das zurückholen und beim nächsten Mal, wenn wir dann wieder anfangen, Jasmin schon mal im Schlepptau haben, würde ich vorschlagen. Damit es jetzt nicht so langweilig wird, dass ich nochmal hier durch die Wüste laufe. Kommst du, Alte? Da freut sich Gonzales bestimmt, wenn wir so eine total vollgeschwitzte Tussi hier anbringen, die vom Laufen nicht mehr kann dann. Ich bin rückwärts fast so schnell wie du vorwärts. Naja, fast. So, noch schnell den Berg hoch, dann müssten wir ja eigentlich schon am Stadteingang sein. Und wenn ich mich recht entsinne, gibt es jetzt gleich eine kleine Begegnung. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Mal schauen. So, es kann auch sein, dass das bei Jasmin war oder dass ich das ganz falsch in Erinnerung habe. Aber irgendwie war mir so... Wir gucken mal. Wir sind ja gleich da. Will jetzt auch nicht zu viel verraten. Nur für den Fall, dass es falsch ist, was ich im Kopf habe. So... Genau, hier vorne ist ja schon der Eingang, hier geht's ja gleich hoch. Kommst du? Ja. Gut, nee, ich glaube, das war bei Jasmin und nicht bei Alima. Wir werden es gleich sehen. Noch da? Mehr oder weniger, okay. Ja. Ich mache eine kurze Pause.
Gut, wenn ich mich recht entsinne, hat der Typ nämlich was dagegen, dass wir mit Jasmin reingehen in die Stadt. Soll auf mal einen Meter schneller hier, Weib, Mensch. Okay, dann rüber zu Gonzales Palast. Laufe ich den richtig? Ja, ich muss hier lang. So, und ich glaube, wir müssen die bei Nasib abgeben. Oder kommt sie direkt zu Gonzales? Ich weiß es gar nicht. Nasib, Nasib, da drüben. Nee, der will sie nicht. Uschi? Ach, da hinten. Gut, komm her, komm her, komm her. So, schauen wir nochmal. Immer noch nicht. Okay, dann müssen wir sie wahrscheinlich wirklich direkt bei Gonzales abgeben. Wir sehen uns später. Jo. Gonzales. Hä? Ach so, Moment. Vielleicht muss ich einfach mit Alima reden. Nee. Hä? Das verwirrt mich etwas. Wieso zur Hölle kann ich Alima nicht abgeben hier? Jetzt wird's aber kriminell langsam. Sei stets auf der Hut. Wieso klappt denn hier nichts? Ich meine, ansonsten behalte ich die, ist auch nicht das Problem. Hä? Es ist irgendwie alles sehr merkwürdig. So, nee, die will nicht, die will bei uns bleiben. Na gut, was soll's, also ich würde sagen, ich guck mal nach, was das hier mit den Tänzerinnen soll, was hier genau abgeht und wo wir eventuell das Artefakt finden, das wir vielleicht verkauft haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn wir dann uns hier mit Morasul endgültig, also wenn wir dann hier fertig werden mit Morasul. Und ansonsten noch, wir müssen noch zu Nefarius, genau. Den müssen wir noch aufsuchen gehen und ansonsten war es das dann erstmal, weil wir nach Ishtar nicht reinkommen. Das heißt, danach geht's hoch gen Myrtana, wo wir noch Gotha und Faring offen haben. Und dann geht's hoch nach Nordmar. Also schönes Programm fürs nächste Mal wieder, wo es dann endlich mal wieder aus der Wüste rausgeht. Wir haben sie ja jetzt auch lang genug gehabt, auch wenn ich die Wüste mag, aber irgendwann ist dann auch gut. Okay, dann bis zur nächsten Aufnahme, wir sehen uns dann wieder. Gehabt euch wohl und tschüss.